Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Denn heute gibt es 30 Lebensweisheiten von meinem 30-jährigen Ich an euch. Und ich hoffe, dass es euch motiviert, inspiriert und dass ihr irgendwas davon mitnimmt. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Vielen Dank, dass ihr erstmal dabei seid. Und ganz viel Spaß! Lebensweisheit Nummer 1. Übrigens, ich habe mir das ausgedruckt. Das ist von meinem Blog. Also, ihr solltet da unbedingt mal vorbeischauen. nessiswell.com. Da habe ich das nämlich schon veröffentlicht an meinem Geburtstag. Deshalb, wärt ihr da gewesen, hättet ihr schon alles gelesen, was jetzt in diesem Video kommt. Aber Lebensweisheit Nummer 1. Sei du selbst und steh zu dir. Geh nicht einfach irgendeinen anderen Weg, den von irgendjemand anderen bestimmt ist. Mach dein Ding und seid authentisch. Akzeptiert euch selbst, liebt euch selbst und findet euch selbst und besonders die Selbstliebe. Lebensweisheit Nummer 2. Jeder Tag ist eine neue Chance, etwas Großartiges zu erleben oder zu leisten. Nur weil ein Tag schlecht war, bedeutet das nicht, dass der nächste Tag auch schlecht ist. Geht nicht so mit so einer Einstellung rein, denn ihr zieht das sonst an. Und kennt ihr vielleicht dieses Gesetz der Anziehung? Müsstet ihr unbedingt mal euch mit beschäftigen. Oder The Secrets, auch sehr interessant. Unbedingt mal mit beschäftigen und nicht wie so eine Achterbahn sagen so, oh, es geht nur runter, es geht nur runter, es geht nur runter. Nein, es geht auch irgendwann wieder hoch. Bei der Achterbahn geht es auch hoch und runter. Deshalb, das ist normal. Lebensweisheit Nummer 3. Verfolge deine Leidenschaft und lass sie dich antreiben. Wenn ihr für irgendwas brennt, dann brennt ihr dafür und ihr motiviert euch, ihr inspiriert euch dadurch. Ihr solltet das unbedingt weiterhin machen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, eure Leidenschaft zu finden. Findet sie unbedingt. In was seid ihr gut? Was mögt ihr total? Und darin solltet ihr eure Zeit rein investieren, denn dafür brennt ihr. Lebensweisheit Nummer 4. Sei dankbar für das, was du hast und schätze die kleinen Dinge im Leben. Das habe ich besonders in meinen 20ern nochmal auf einem ganz anderen Level gelernt. Denn ich bin eigentlich schon immer ein dankbarer Mensch gewesen, habe ich zumindest gedacht. Aber manche Menschen in meinem Leben haben es irgendwie nicht so gesehen, dass ich dankbar gewesen bin, obwohl ich eigentlich immer war. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das tut mir wirklich mega leid, denn eigentlich bin ich für allen, jeden Schritt oder jeglichen Support, allein, dass ihr das Video guckt, vielen Dank, ich bin für so viel Zeugs dankbar, das glaubt ihr gar nicht. Jeden Morgen und jeden Abend sage ich eigentlich zu meinem kleinen Hund auch, weil ich bin mega dankbar einfach über jeden Tag beispielsweise und über kleinere Dinge, die man vielleicht auch als selbstverständlich hält, sind nicht unbedingt immer selbstverständlich. Sagt einfach immer gerne Danke und meint es auch unbedingt. Nicht dieses Danke, aber gar nicht meinen, wisst ihr, sondern so von Herzen einfach Dankbarkeit zeigen. Und besonders die kleinen Dinge im Leben, kleine Dinge wie beispielsweise Gesundheit. Nur weil ihr jetzt oder ich jetzt auch, dass wir alle gesund sind, heißt es nicht, dass wir das nicht schätzen sollten, wisst ihr. Einfach dankbar sein für das, was ihr habt. Lebensweisheit Nummer 5. Nehmt euch Zeit, euch selbst kennenzulernen und eure persönlichen Ziele zu definieren. Findet sie einfach, geht euren eigenen Weg und habt ein tolles Leben. Gott, das hört sich so an, dass wir gleich sterben, oder? Aber es ist wirklich, das Leben ist gar nicht so lange. Ich meine, ich bin jetzt 30. Leute, 30 Jahre. Ich werde nie wieder in die Schule gehen. Oh, das ist mir jetzt so richtig bewusst geworden. Die Zeit ist over. Und die Studienzeit auch. Oh no. Und nehmt euch einfach Zeit, euch selbst kennenzulernen. Beispielsweise nach der Schule kann man ja sich so ein FSJ, freiwilliges soziales Jahr, nehmen. Oder beispielsweise, keine Ahnung, ins Ausland gehen ein Jahr. Oder im Studium, ich bin ja ein Jahr im Ausland da gewesen, das war auch mega geil. Und ich habe mir einfach die Zeit genommen, ohne sie irgendwie zu vergeuden. Also man sollte sie jetzt auch nicht komplett vergeuden, nur zu Hause chillen und nichts machen, ne? Also das meine ich jetzt damit nicht. Sondern nehmt euch einfach Zeit für euch selbst, beispielsweise am Tag irgendwie mal so, keine Ahnung, eine Stunde einfach mal so nichts machen, keine Musik hören, einfach nur so Zeit zum Denken. Das ist schon sehr wichtig. Lebensweise Nummer 6, ich glaube es war 6, langsam verzähle ich mich. Umarme Veränderungen und sei offen für neue Möglichkeiten. Denn das Leben ist ein ständiger Wandel und Veränderungen sind nicht immer schlecht. Veränderungen können auch eine Chance zum Wachstum beispielsweise sein. Besonders in den ersten 30 Jahren des Lebens verändert sich schon echt krass viel. Nimmt diese Veränderungen einfach als Chance, sich weiterzuentwickeln. Lebensweisheit Nummer 7. Handelt mit Freundlichkeit und Mitgefühl. Kleine Akte der Freundlichkeit können schon große Auswirkungen haben. Beispielsweise Straßenverkehr. Meine Güte, lass doch einfach jemanden mal vor. Wo ist denn das Problem? Eine Sekunde, meine Güte, auch 10 Sekunden. Wo ist das Problem? Nächste Lebensweisheit. Ich habe vergessen, wo wir sind. Sei mutig und wage es, Risiken einzugehen. Man sollte auch mal Risiken eingehen. Natürlich nicht zu krasse und verschuldet euch bitte nicht. Nicht zu krasse Risiken. Aber wagt es beispielsweise mal, out of your comfort zone zu gehen. Lebensweisheit Nummer 9. Setzt klare Grenzen und lernt ein Nein zu sagen, wenn notwendig. Ich glaube, dazu muss man nichts mehr sagen, oder? Nein heißt Nein. Lebensweisheit Nummer 10. Ich hoffe, ich zähle richtig.
Pflege gute Beziehungen zu Familie und Freunden. Family first. Lebensweisheit Nummer 11. Fehler sind Lektionen, aus denen man lernen kann. Das müssen wir besonders hier in Deutschland nochmal lernen. Scheitern heißt nicht, dass ihr komplett gescheitert seid. Nein, es ist eigentlich Wachstum, weil ihr wisst, okay gut, so mache ich es nicht nochmal. In Amerika beispielsweise ist das ganz selbstverständlich so. Okay, du bist einmal gescheitert. Kein Problem. Das nächste Mal wird es dir nicht nochmal passieren. Nächste Lebensweise, ich glaube, das ist 12. Im Schnitt denke ich mir wahrscheinlich so, ey, warum kannst du nicht einfach zählen? Ne? Aber wenn man die ganze Zeit redet, dann vergisst man die Zahl. Nächste Lebensweisheit, finde die Schönheit in der Einfachheit des Lebens. Es sind oft einfach die einfachen kleinen Dinge des Lebens, die uns einfach sehr große Freude verbreiten. Nächste Lebensweisheit, lernt aus der Vergangenheit, aber lebt im Hier und Jetzt aus der Vergangenheit. Einfach alles lernen und Fehler sozusagen nicht nochmal begehen. Ihr seid jetzt an diesem Punkt, egal was bei euch passiert ist im Leben, ob es gut die ganze Zeit gewesen ist oder ob schlecht. Ihr seid jetzt an einem Punkt in eurem Leben, wo ihr sagt, okay, ich bin nur deshalb so geworden aus meiner Vergangenheit. Denn die Vergangenheit hat euch geformt. Belastet euch aber auf keinen Fall mit diesen Erfolgen oder Misserfolgen. Denn konzentriert euch unbedingt auf das Hier und Jetzt. Lebt nicht in der Vergangenheit. Nächste Lebensweisheit, die wichtigste Lebensweisheit, wie ich finde. Abonniert meinen Kanal, denn ihr solltet euch mit positiven und inspirierenden Menschen umgeben. Und sozusagen finde ich, dass ich eine inspirierende Person bin mit diesem Video. Und eine positive sowieso. Also unbedingt, ich warte auch kurz, gerade mal kurz auf den Abonnieren-Button klicken. Habt ihr? Perfekt. Dankeschön. Nächste Lebensweisheit ist, seid geduldig und vertraut darauf, dass alles zur richtigen Zeit passiert. Gute Dinge brauchen einfach. Ist genauso wie im Restaurant. Nächste Lebensweisheit, bleibt neugierig und hört niemals auf zu lernen. Man lernt niemals aus, nur weil ihr nicht mehr in der Schule seid oder im Studium. Heißt es nicht, dass ihr ausgelernt habt. Man lernt jeden Tag was dazu, um einfach euch persönlich weiterzuentwickeln und persönlichen Wachstum zu erreichen. Nächste Lebensweisheit ist, gebt niemals auf, auch wenn es schwierig wird. Denn Hindernisse und Herausforderungen sind dafür da, überwunden zu werden. Out of your comfort zone. Und wenn ihr irgendeinen Traum habt, dann geht diesem Traum nach und lasst ihn nie aus den Augen. Niemals aufgeben, auch wenn es einfach schwierig wird. Nächste Lebensweisheit, pflegt Gesundheit und achtet auf das Wohlbefinden. Gerade mit Social Media ist es super wichtig, einfach auf das richtige Mindset zu achten. Es gibt so viele Leute im Internet, die meinen, 5000 Filter drauf zu hauen. Leute, nur weil da ein Filter ist, heißt es nicht, dass die Person echt auch so aussieht. Nur weil da Make-up drauf ist, heißt es nicht, dass die Person, wenn sie morgens aufsteht, auch so aussieht. Ich sah heute Morgen auch nicht so aus. Ich habe gerade extra mir einen Zopf gemacht und Ohrringe angezogen für dieses Video, ne? Nur mal so zur Info. Innere Gesundheit, inneres Wohlbefinden oder auch dieser Stress auf der Arbeit oder in Schule oder... Ja, Wellbeing, super, super wichtiger Punkt. Nächste Lebensweisheit, ich liebe diese Lebensweisheit. Glaub an dich selbst und deine Fähigkeiten. Als Kinder haben wir immer gedacht so, boah, ich werde Prinzessin, boah, ich werde Astronaut, boah, ich werde Feuerwehrmann, ich werde das, ich kann alles erreichen, ich werde Präsident. Glaubt einfach an euch selbst. Man kann alles erreichen, wenn man möchte. Kennt ihr vielleicht SMART, also smarte Ziele setzen? Wenn nicht, googelt es. S-M-A-R-T, wie dieses Auto. Smarte Ziele. Nächste Lebensweisheit ist, sei großzügig und hilfsbereit gegenüber anderen. Jetzt muss ich umblättern. Was habe ich dazu geschrieben? Sei großzügig mit dem Wissen deiner Zeit und deinen Ressourcen und hilf anderen, wenn du kannst. Verwechsel das aber bitte nicht mit Ausnutzen. Ja, das habe ich dazu geschrieben. Aber man sollte immer großzügig sein und hilfsbereit sowieso. Nächste Lebensweisheit, verbring Zeit in der Natur und schätze die Schönheit. Ich liebe es zu reisen, ihr kennt mich. Natürlich liebe ich auch Städte zu bereisen und alles. Aber tatsächlich, ich liebe es so sehr, so Grand Canyon, Niagara-Fälle, beispielsweise aus USA, ne? Das ist mir gerade so spontan eingefallen. Oder auch hier, also Andorra, unfassbar schön. Es gibt so tolle Wanderwege oder einfach im Wald spazieren gehen. Das ist so unfassbar schön. Schätze unsere wunderschöne Natur. Finde einen Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit. Persönliches Wellbeing, sehr wichtig. Ihr braucht auf jeden Fall irgendwie so eine Auszeit. Nicht, dass ihr irgendwie... keine Ahnung, echt nur überarbeitet, das ist auch nicht gut. Ich fühle mich gerade voll weise irgendwie, muss ich echt sagen. Vertraue auf deine Intuition und folge deinem Bauchgefühl. Denn der erste Eindruck zählt. Wenn ihr im ersten Eindruck gedacht habt, so, oh, bin mir nicht so sicher, vertraut mal eurem Bauchgefühl besser. Oder wenn ihr beispielsweise beim Reisen, besonders Alleinreisen, sagt so, oh, vielleicht in dieser dunklen Gasse sollte ich vielleicht nicht vorbeilaufen, nachts alleine so, dann macht das nicht und geht einfach einen Weg, ein bisschen weiteren Weg, aber dafür ist da hell und belebt. Vertraut nämlich eurem Bauchgefühl. Ganz wichtig.
besonders beim Single-Reisen. Man sagt ja, die weibliche Intuition ist immer key, ne? Das soll ja mega krass sein. Also gerade die Ladies sollten auf jeden Fall auf ihre weibliche Intuition achten. Nächste, sei dankbar für Herausforderungen, denn sie bringen Wachstum. Ist einfach so. Wie hat Lisa Plenske damals gesagt, in Verliebt in Berlin? Ich muss googeln, ich weiß nicht mehr. Gott, diese Serie ist so ewig her. Wann kam das? Verliebt in Berlin. Veränderung ist sondern kein Stillstand. Oh mein Gott, die ist von 2005? Oh, man kann Verliebt in Berlin auf YouTube anscheinend gucken. Bei Sat.1 kann man es auch gucken. Let's go, wir gucken ganz kurz in Lisa Plenske rein. Liebe kennst nicht! Oh mein Gott, Leute, ich bin immer noch nicht bei der Stelle, aber ich weiß es. Fürchte dich nicht vor Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand. Diese Serie hat, deshalb habe ich die Serie komplett geguckt, einfach wegen diesem Spruch. Ich bin aber immer noch nicht bei der Stelle, aber mir ist es wieder ins Gedächtnis gekommen. Oh mein Gott, fürchtet euch nicht vor Veränderungen, fürchtet euch vor dem Stillstand. Irgendwo in den ersten Folgen muss ich das, glaube ich, sagen. Fürchte dich nicht vor Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand. Ich glaube, ich gucke einfach demnächst einfach wieder Verliebt in Berlin. Oh mein Gott, man kann es anscheinend auf Sat.1 die ganze Zeit gucken, ohne Werbung dafür zu machen. Aber wo sind wir gewesen? Verbringen wir Zeit in der Natur, Ausgleich zwischendurch, vertraue auf deine Intuition. Ja, sei dankbar für Herausforderungen, denn sie bringen Wachstum. Genau, das ist jetzt Schnitt. Nächste, schaffe dir selbst positive Rituale und Gewohnheiten. Ey, wir sind einfach Gewohnheitsmenschen, ist einfach so. Es gibt nicht nur Gewohnheitstiere, sondern auch Gewohnheitsmenschen, ist einfach so. Schaff dir einfach Rituale und mach das einfach nicht jeden Tag das Gleiche, denn man braucht auch Abwechslung. Und ich beispielsweise, ich könnte am besten auch jeden Tag das Gleiche essen, beispielsweise jeden Tag Thai-Food, gar kein Problem. Aber ihr braucht einfach Rituale, Gewohnheiten und sozusagen so eine Base haben, wisst ihr? Nächste Lebensweisheit, sei achtsam und lebe im Moment, also nicht irgendwo in der Vergangenheit. Akzeptiere auch die Schönheit des Lebens. Es gibt auch übrigens ganz viele Achtsamkeitsübungen, vielleicht ist es ja was für euch. Nächste Lebensweisheit, überwindet eure Ängste und traut euch out of your comfort zone. Also raus aus der Komfortzone, rein in die Realität. Oh mein Gott, wir sind bei der letzten Seite. Denn Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt. Drittvorletzte Lebensweisheit von mir an euch. Seid offen für Vergebung und lasst los, was euch belastet. Ganz ehrlich, vergesst nicht, was die Person euch angetan hat. Aber vergebt, aber sagt dann einfach, okay, Thema beschlossen, Person beendet. Aber vergesst es nicht, habt es trotzdem im Hinterkopf. Habt bitte einfach keinen Groll über vergangene Tage, Wochen, Monate, Jahre. Und lernt einfach zu vergeben und loszulassen. Ihr kommt auch viel besser mit euch dann selbst klar und seid einfach im Reinen mit euch. Denn Frieden ist einfach das Schönste, was wir haben können. 29. Lebensweisheit, feiert Erfolge und erkennt euren Fortschritt an. Von wegen Selbstlob stinkt. Es stimmt nicht. Wirklich, Leute, seid stolz auf das, was ihr geschafft habt. Und nicht immer dieses, oh, Selbstlob stinkt, bla bla bla. Nein, er stinkt gar nicht. Seid gefälligst froh, dass ihr das geschafft habt. Seid erfolgreich in dem Sinne, was ihr macht. Und seid happy darüber. Denn egal, was ihr gemacht habt, ob es jetzt ein Studienabschluss gewesen ist oder einfach die Toilette geputzt habt, ey, es ist komplett egal. Feiert diese Erfolge, wenn es für euch irgendein persönlicher Erfolg ist. Okay, also Studienabschluss ist schon sehr viel krasser als Toilette putzen, ne? Also versteht mich da nicht falsch, ne? Aber ich meine damit, kleine Sachen sind genauso viel wert, wenn es ein persönlicher Erfolg ist, wie große Sachen. Natürlich ist es was ganz anderes, aber feiert trotzdem euren Erfolg. Auch wenn es ein kleiner Erfolg ist, feiert ihn. Und nicht immer dieses Selbstlob stinkt. Nein, es stinkt gar nicht, Mann. Seid stolz auf euch. Denn ihr habt es geschafft. Zu meinen Freundinnen sage ich immer, go girl. So, wisst ihr? Go, go, go. Ich schaff das. Und feiert euch dann auch dafür selbst. 30. Lebensweisheit. Nehmt euch Zeit für euch selbst und pflegt eure persönliche Balance. Selbstfürsorge. Unfassbar wichtiges Thema. Ruhepausen. Euch einfach Zeit für euch selbst zu nehmen, Selbstliebe zu lernen und zu finden und einfach die Leidenschaft auch zu finden, sind super, super wichtig. Deshalb nehmt euch jetzt unbedingt Zeit für euch selbst, egal in welcher Form. Nehmt euch einfach mal Zeit für euch selbst und hört in eure Gedanken rein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Lebensweisheiten irgendwie inspirieren und motivieren. Und es ist nie zu spät, eine Weisheit in die Tat umzusetzen. In dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr bei diesem etwas anderen Video dabei gewesen seid. Special Edition, weil ich bin jetzt ja 30. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr meinen Geburtstag mit mir gefeiert habt. Falls ihr das verpasst habt, schaut gerne vorbei. Hier habe ich meinen Geburtstag mit euch gefeiert. Dankeschön, ich habe euch komplett mitgenommen. Das war mein 30. Geburtstag. Das sind meine 30 Lebensweisheiten von mir an euch gewesen.
Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Oder vielleicht auch auf diesem Kanal. Da lade ich nämlich auch sehr viel hoch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Denkt an das Video. Bye, bye, bye. Ciao, ciao.